In den Fällen einer Vertretung ohne Vertretungsmacht kommen diverse Ansprüche in Betracht. Diese werden wir uns im Folgenden näher ansehen. Nach 164 setzt die Stellvertretung voraus, dass eine eigene Willenserklärung abgegeben wird, in fremdem Namen, mit Vertretungsmacht. Fehlt nun diese Vertretungsmacht, bestimmt 177 BGB, dass zunächst bei einem Vertrag der Vertretene das Rechtsgeschäft genehmigen darf. Wichtig ist, dass diese Regelung nur für Verträge gilt. Für einseitige Rechtsgeschäfte bestimmt 180 BGB, dass eine Vertretung ohne Vertretungsmacht unzulässig ist, das heißt sowohl eine Genehmigung als auch eine Haftung nach 179 BGB grundsätzlich ausscheiden. Allerdings finden sich in 180 auch gewisse Ausnahmen, die wir uns in diesem Video aber nicht näher ansehen werden. Wir haben also ein Drei-Personen-Verhältnis. Wir haben den Hintermann, den vermeintlichen Vertreter, auch als falsus procurator bezeichnet, und den Vertragspartner hier als Dritter, also als D bezeichnet. Schauen wir uns zunächst die Ansprüche des Hintermanns gegen den Vertreter an. Wurde die Genehmigung verweigert, kann natürlich der Hintermann von Vertreter Ersatz der dadurch entstehenden Schäden aus 280 Absatz 1 BGB verlangen. Grundlage dafür ist entweder das zwischen diesen bestehende Schuldverhältnis, also ein Dienstvertrag, ein Werkvertrag oder ein Auftrag, oder notfalls eine Geschäftsführung ohne Auftrag. Die Geschäftsführung ohne Auftrag gewährt zudem einen Anspruch auf Herausgabe des zur Geschäftsführung Überlassenen bzw. des aus der Geschäftsführung Erlangten nach 681 Satz 1, 667 BGB. In Betracht kommen schließlich auch Ansprüche aus Deliktsrecht, nämlich aus 826 BGB in den Fällen, in denen der Vertreter bewusst zum Nachteil des Hintermannes handelte, aber auch Ansprüche aus 823 Absatz 2 in Verbindung mit einem Schutzgesetz, etwa dem strafrechtlichen Betrug. Wurde die Genehmigung erteilt, kommt ebenfalls ein Anspruch auf Herausgabe des Erlangten aus 681, 667 BGB in Betracht. Grundsätzlich sind allerdings Ansprüche wegen Pflichtverletzung aus 280 ausgeschlossen, außer es wurde erst im Nachhinein festgestellt, dass die Vertretungsmacht missbraucht wurde und so eine Haftung entstanden ist. Im umgekehrten Fall, dass der Vertreter ohne Vertretungsmacht Ansprüche gegen den Hintermann geltend macht, kommt es ebenfalls darauf an, ob die Genehmigung verweigert oder erteilt wurde. Wurde die Genehmigung verweigert, kommen zunächst einmal Ansprüche aus 122 BGB in Betracht, wenn es sich bei der Vollmachtserteilung um eine Scherzerklärung handelte oder diese nach 119 oder 120 BGB angefochten wurde. Aber auch darüber hinaus kann es sich bei der nicht erfolgten Erteilung der Genehmigung um eine Pflichtverletzung handeln, etwa wenn es eine konkrete Vereinbarung gab, Geschäfte zu genehmigen oder eine sonstige Treuepflicht die Genehmigung im Außenverhältnis geboten hat. Dann kann der Hintermann nach 280 Absatz 1 BGB auf Schadensersatz haften. Schließlich kann die Geschäftsführung auch als GOA qualifiziert werden. Wenn etwa der eine Nachbar sieht, dass bei einem Sturm das Dach des Nachbarn abgedeckt wurde und einen Handwerker bestellt, kann er dies entweder auf eigene oder auf fremde Rechnung tun. Bestellt er die Rechnung ausdrücklich im Namen des nicht anwesenden gefährdeten Nachbarns, handelt er als Vertreter ohne Vertretungsmacht, denn Vollmacht wurde ihm nicht erteilt. Wichtig ist, dass diese Geschäftsführung ohne Auftrag keinen Anspruch auf Genehmigung des Geschäfts oder gar auf eine Rechtsscheinsvollmacht begründet. Vielmehr bleibt es dabei, dass die Genehmigung nach 177 BGB im freien Ermessen des Hintermannes steht.
Verweigerte Hintermann nun die Genehmigung, wird dadurch der Vertreter verpflichtet, hat aber im Innenverhältnis wiederum einen Ausgleichsanspruch gegen den Hintermann. Handelt es sich hingegen um eine nicht berechtigte GOA, gibt es naturgemäß einen Anspruch aus Bereicherungsrecht, und zwar aus 684 Satz 1, 812 Absatz 1 Satz 2, zweite Variante, 818 BGB. Es handelt sich um einen Fall der Conditio ob rem, denn der mit dem Rechtsgeschäft bezweckte Erfolg, die Begünstigung des Hintermannes, ist aufgrund der Verweigerung nicht eingetreten, sodass nur ein Vertrag mit dem Vertreter zustande gekommen ist. Wird die Genehmigung erteilt, gibt es ebenfalls gegebenenfalls Ansprüche aus GOA, soweit etwa für die Verhandlungen Zeit oder andere Ressourcen investiert wurden. Schauen wir uns nun das Verhältnis des Dritten zum Hintermann an. Wird die Genehmigung verweigert, wurde dieser nicht wirksam berechtigt und verpflichtet. Dennoch kommt möglicherweise ein Anspruch aus 122 BGB in Betracht, wenn eine Außenvollmacht angefochten wurde. Nach einer in der Literatur vertretenen Ansicht findet 122 BGB zudem analoge Anwendung, wenn eine Innenvollmacht angefochten wird, da ansonsten ein Regresszirkel entstehen würde. Denn es würde der Vertreter gegenüber dem Geschäftspartner haften, könnte sich dann aber das Geld beim Hintermann wiederholen. Diese Verlagerung des Insolvenzrisikos ist von der Literatur als unstimmig angesehen worden, sodass eine direkte Außenhaftung bejaht wird. In Betracht kommen darüber hinaus Ansprüche aus Culpa in Contrahendo, wenn der Hintermann irgendwelche Anzeichen für eine wirksame Stellvertretung gesetzt hat, diese aber noch nicht hinreichend waren für einen Fall der Anscheins- oder Duldungsvollmacht. In diesen Fällen besteht eine Haftung auf das negative Interesse. In Betracht kommen zudem Ansprüche aus Bereicherungsrecht, sobald der Geschäftspartner gegenüber dem Hintermann bereits mit der Erfüllung des Vertrages begonnen hat. Schließlich kommt in Betracht eine Haftung aus 831 BGB, soweit der Vertreter ohne Vertretungsmacht hier Verrichtungsgehilfe war und nicht richtig ausgesucht oder nicht hinreichend überwacht wurde. Wurde die Genehmigung erteilt, gibt es selbstverständlich normale Ansprüche aus der Erfüllung des Vertrages, zum Beispiel einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung der gekauften Sache. Im umgekehrten Fall, dass der Hintermann etwas vom Geschäftspartner will, kommt es ebenfalls darauf an, ob die Genehmigung erteilt wurde. Wurde die Genehmigung verweigert, kommen ebenfalls Ansprüche aus CEC in Betracht, soweit bereits das Vermögen des Hintermannes durch die Handlung konkret gefährdet wurde, etwa weil der Vertreter Sachen übergeben hat, die er nicht übergeben durfte. In Betracht kommen auch Bereicherungsansprüche in der gleichen Konstellation, soweit das Vermögen des Geschäftspartners bereits gemehrt wurde auf Kosten des Hintermannes, gibt es selbstverständlich Ersatzansprüche. Schließlich kommen auch Ansprüche aus Deliktsrecht in Betracht, wenn der Geschäftspartner den Hintermann absichtlich schädigen wollte. Das ist insbesondere in den Fällen denkbar, die der Kollusion nahestehen, bei denen aber der Vertreter gutgläubig war. Wir haben schließlich die Variante, dass die Genehmigung erteilt wurde. Dann ist die Lage einfach. Es gibt wieder einen Anspruch des Hintermannes auf Erfüllung, etwa auf Kaufpreiszahlung oder Übergabe und Übereignung der gekauften Sache, sowie möglicherweise Ansprüche aus 826, wenn das Geschäft auf einer vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung beruht. Auch hier kommen möglicherweise Ansprüche aus CEC in Betracht. Dabei ist allerdings auf die Person des Vertreters abzustellen, denn das Verhalten des Vertreters wird bei erteilter Genehmigung nach 166 BGB dem Hintermann zugerechnet. Bleibt dann noch die Frage,
Was gilt im Verhältnis des Geschäftspartners zum Vertreter? Wurde die Genehmigung verweigert, kommt zunächst ein Anspruch aus 179 Absatz 1 BGB in Betracht, soweit der Vertreter Kenntnis vom Fehlen der Vertretungsmacht hatte. Maßgeblich ist der Zeitpunkt des Vertragsschlusses und die Beweislast dazu liegt beim Vertreter. Gelingt ihm der Beweis nicht, haftet der Vertreter also mit seinem Vermögen für das positive Interesse. Der Anspruch geht nach Wahl des Geschäftspartners entweder auf Erfüllung, das heißt ein gesetzliches Schuldverhältnis, in dem die Pflicht des Vertreters sich nach dem ursprünglichen Vertrag bemisst, oder auf Schadensersatz. Dabei ist umstritten, ob damit nur das positive Interesse oder auch das negative Interesse gefordert werden kann. Für die positive Interessenbegrenzung spricht einerseits, dass der Schadensersatz neben der Erfüllung steht, andererseits, dass Absatz 2 ausdrücklich eine Begrenzung auf das positive Interesse vorsieht. Andererseits kann man auch sagen, dass 179 BGB ein Sonderfall der vorvertraglichen Haftung ist und in 311 Absatz 2 in Verbindung mit 280 Absatz 1 BGB ausschließlich das negative Interesse geschuldet wird und dass der Gesetzgeber ersichtlich davon ausging, dass das positive Interesse normalerweise das negative übersteigt. Angesichts der Sanktionswirkung von 179 Absatz 1 könnte man also auch annehmen, dass 179 Absatz 1 nach Wahl des Geschäftspartners das positive oder das negative Interesse umfasst. Beide Ansichten sind in der Klausur also gleich vertretbar. 179 Absatz 2 ist hingegen eindeutig. Er greift ein, selbst wenn der Vertreter nicht erkennen konnte, dass er keine Vertretungsmacht hat, ist allerdings in seinem Umfang, genauso wie 122, auf das positive Interesse begrenzt, beginnt aber beim negativen Interesse. In Betracht kommen theoretisch auch Ansprüche aus culpa in contrahendo, denn der Vertreter hat ja hier Vertragsverhandlungen geführt, beziehungsweise er hat konkret einen Vertrag angebahnt. Die herrschende Meinung lehnt solche Ansprüche allerdings ab, da sie 179 als abschließende Regelung sieht und davon ausgeht, dass 179 Absatz 3, der eine Haftung insgesamt ausschließt, insoweit die Privilegierung aufhebt, während im Fall des 311 Absatz 2 in Verbindung mit 280 Absatz 1 eine Haftung ausschließlich begrenzt wird durch 254, der aber keinen Ausschluss, sondern eine bloße Quotelung vorsieht. Auch hier sind beide Ansichten vertretbar. Sie müssen nur den Unterschied zwischen 254 und 179 Absatz 3 einerseits und zwischen 276, der eine verschuldensabhängige Haftung vorsieht, und 179 Absatz 2, der eine verschuldensunabhängige Haftung vorsieht, herausarbeiten. Schließlich kommt in Betracht eine Haftung nach 311 Absatz 3 Satz 1 und Satz 2 in Verbindung mit 280 Absatz 1 BGB, wenn der Vertreter besonderes Vertrauen in seine Person, nicht in die Person des Vertretenen, herausgefordert hat und seine Pflichtverletzung in einem Mehr gegenüber dem bloßen Vorspiegeln der Vertretungsmacht liegt. Schließlich kommen auch deliktliche Ansprüche in Betracht, namentlich 826 BGB, aber auch 823 Absatz 2 BGB in Verbindung mit dem Betrug. Wurde die Genehmigung erteilt, kommt dagegen eine Haftung insbesondere nach dieser Sachwalterhaftung 280 Absatz 1, 311 Absatz 3 Satz 1, Satz 2 in Betracht. Diese setzt aber voraus, dass die Pflichtverletzung gerade nicht im Vorspiegeln der Vertretungsmacht liegt, sondern darüber hinausging. Kommen wir abschließend zu den Ansprüchen des Vertreters gegen den Geschäftspartner. Wurde die Genehmigung verweigert, kommt insbesondere ein Anspruch aus 179 Absatz 1 BGB in Betracht. Denn wenn der Geschäftspartner Erfüllung wählt, steht letztendlich der
Vertreter in der Rolle seines Hintermannes. Das bedeutet, er kann alle Gegenrechte geltend machen, die auch der Hintermann geltend machen könnte. Die Lage entspricht also § 404 BGB für die Abtretung, 417 BGB für die Schuldübernahme und 334 BGB für den Vertrag zugunsten Dritter, wonach immer alle Einwendungen, die der ursprünglich Verpflichtete geltend machen kann, auch dem neuen Verpflichteten gegenüber gelten. Es gibt zudem die Möglichkeit, dass er sich seinerseits auf Culpa in Contrahendo beruft. Auch hier gilt natürlich die Frage, kann man das von dem Verhältnis zu 179 BGB? Die herrschende Meinung schließt auch insoweit die CEC-Haftung aus. Eine Mindermeinung bejaht sie. Gegebenenfalls kommen auch Gegenrechte an in Betracht aus 323 in Verbindung mit 346 oder aus 280.1, 3, 281 oder 283 BGB. Der Vertretene hat ja hier nichts damit zu tun und seine Befugnisse können nunmehr vom Vertreter ohne Vertretungsmacht in eigenem Namen geltend gemacht werden. Wurde die Genehmigung hingegen erteilt, ist der Vertreter grundsätzlich nicht mehr an Vertrag beteiligt. Das heißt, es gibt keine Ansprüche gegen den Geschäftspartner. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.